Gendern hilft keiner Frau, verhunzt aber unsere Sprache. Die Österreicher pfeifen auf den Genderschwachsinn. Das zeigen auch diverse Umfragen. 65% der Österreicher lehnen den Genderwahnsinn allgemein ab. Die überwältigende Mehrheit der Österreicher, nämlich 71%, ist laut einer Studie des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse gegen das Gendern in Medien. Bei einer Umfrage der Corona vergangene Woche gaben sogar 96% der Teilnehmer an, dass sie die Gendersprache im TV nervt. Die FPÖ sagt daher klar Nein zum Genderwahnsinn. Um diesen Schwachsinn nun ein Ende zu bereiten, ruft FPÖ-Frauensprecherin Rosa Ecker zum Widerstand gegen die Gendersprache auf und hat eine entsprechende Petition ins Leben gerufen. Die wesentliche Forderung der Petition fasst Rosa Ecker folgendermaßen zusammen. Die Forderung ist, dass im Bereich der Fachhochschulen und der Universitäten diese Genderei bei den wissenschaftlichen Arbeiten auf jeden Fall ausgesetzt wird. Und es wird immer argumentiert, es würde nicht schlechter benotet. Wir wissen aber aus vielen, vielen Berichten, wo sich junge Menschen an uns wenden, dass das tatsächlich auch der Fall ist. Dann ist das quasi nicht das Argument dafür, aber schlussendlich ist es die Quintessenz. Ja. Und es gibt tatsächlich keine gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür. Und der Wahnsinn dabei ist auch, dass ja an den verschiedenen Fachhochschulen und Universitäten auch verschiedene Gender-Richtlinien herrschen und dass es eher ein großes Durcheinander ist und die Studenten da total verunsichert werden. Und in weiterer Folge bürgert sich das in den Schulbüchern ein, es bürgert sich in Filmen ein, in Liedertexten, wir kriegen das ja alle mit. Und das ist einfach etwas, das wir nicht wollen und etwas, das nicht nur wir nicht wollen, sondern das auch die Menschen draußen nicht wollen. Setze auch du ein starkes Zeichen gegen den Genderwahnsinn und die Verhunzung unserer Sprache. Unterschreibe jetzt gleich die Petition gegen Genderpolitik in unserer Sprache unter www.gender-wahnsinn.at.